Das 19. Jahrhundert. Von Wien aus regiert der Kaiser als Alleinherrscher. Während seine Vertrauten in Saus und Braus leben, wird das Volk unterdrückt. Schlimmer haben es nur noch die Bauern erwischt. Sie sind Leibeigene ohne Rechte und stehen in der Pflicht ihrer Grundherren. Die Lage wird immer aussichtsloser. Die Zeichen stehen auf Revolution. Bei ihrem Kampf um Freiheit, Verfassung, Bürgerrechte und die deutsche Einheit, lassen bei den Auseinandersetzungen 2000 Menschen ihr Leben. Jahrzehnte später sind jedoch all ihre Forderungen erfüllt, nachdem sie sich aus der Unterdrückung befreit und für ein besseres Leben gekämpft haben. Das ist die Freiheit, die wir meinen. Die Geschichte des Nationalliberalen Lagers und der FPÖ. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole Di Bernardo und gemeinsam mit Andreas Mölzer. Möchten wir Ihnen in dieser Serie von der Geschichte der FPÖ und ihren Ursprüngen erzählen? Alles begann im März 1848, der Weg Österreichs zum Verfassungsstaat, zu Bürgerrechten und in der weiteren Folge erst nach langen Jahrzehnten zu Parlamentarismus und Demokratie. Und in diesem März 1848 begann auch die Geschichte des nationalliberalen Lagers, jener politischen Kraft, jener Gesinnungsgemeinschaft auf deren Traditionen die heutige freiheitliche Partei fußt. Doch zuerst zur Vorgeschichte. Als Napoleon Bonaparte seinen Siegeszug quer durch Europa begann, mussten die Habsburger die römisch-deutsche Kaiserkrone niederlegen. Das heilige römische Reich deutscher Nation, das über 800 Jahre bestanden hatte und dessen Haupt- und Residenzstadt über Jahrhunderte Wien war, zerfiel. In den Befreiungskriegen gegen Napoleon entstand ein neues deutsches Nationalgefühl, das eng mit dem Streben nach Freiheit, Verfassung und Rechtsstaat verbunden war. Nach dem Sieg über den Korsen wurde auf dem Wiener Kongress der sogenannte Deutsche Bund als Nachfolger des Alten Reiches gegründet. Seinen Vorsitz hatte Österreich inne der dominierende Politiker dieses Deutschen Bundes, war der österreichische Staatskanzler Fürst Wenzel von Metternich. Fürst Metternich betrachtete die Ordnung als Fundament des Herrschens. Wenn diese Ordnung erschüttert wird, ist die Einschränkung der Freiheit notwendig. Er sagte, nur auf dem Begriff von Ordnung kann jener der Freiheit ruhen. Die Speerspitze der neuen bürgerlichen Freiheitsbewegung quer durch Deutschland waren die Studenten. Sie gründeten in Jena 1815 die Urburschenschaft. Die Stationen dieser Freiheitsbewegung waren das Wartburgfest von 1817, das Hambacher Fest von 1832, wo immerhin 30.000 Menschen unter den burschenschaftlichen Farben Schwarz-Rot-Gold, die später die deutschen Farben werden sollten, für Freiheit und Verfassung demonstrierten. Und schließlich die Revolution von 1848, unser eigentliches Thema. Ja, es war Revolution. In der kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien gärte es. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung und des Rückzugs der Bürger in die biedermeierliche Idylle, Kam es in den ersten Märztagen des Jahres 1848 zunehmend zu Spannungen? Am 12. März 1848 versammelten sich die Studenten in der Aula der Universität in Wien. Es waren Mitglieder der bis dahin im Geheimen bestehenden Burschenschaften Arminia und Germania, die unter Führung des jüdischen Arztes Josef Goldmark eine Petition erarbeiteten. Presse- und Redefreiheit wurde verlangt, die Freiheit der Universität, Religionsfreiheit und die Gleichstellung der jüdischen Mitbürger. Sowie als Wichtigstes ein vom Volk gewähltes Parlament. Am 13. März 1848 kam es dann vor dem Niederösterreichischen Landtag in der Wiener Herrengasse zu Tumulten. Der jüdische Arzt Adolf Fischhof hielt vor der aufgebrachten Menge eine Rede. In dieser Rede verlangte er die Abdankung Metternichs. Er sagte: Wer an diesem Tag keinen Mut hat, gehört in die politische Kinderstube. Der Aufstand hatte begonnen. Barrikaden wurden errichtet und dann gab der Stadtkommandant Erzherzog Albrecht den Schießbefehl. Fünf Tote und rund 500 Verletzte waren das Resultat. Der jüdische Student Karl Heinrich Spitzer war der erste der sogenannten Märzgefallenen. Kaiser Ferdinand I. verstand die Welt nicht mehr. Ratlos und verwundert, dass die Wiener zum offenen Aufruhr übergegangen waren, meinte er, ja dürfen's denn das? In den Vorstädten stürmten die Arbeiter, die sich der Studentischen Revolution angeschlossen hatten, die Fabriken und zerstörten die Maschinen aus Protest gegen die nachteiligen Folgen der Industrialisierung. Der Einsatz des Militärs forderte 45 Tote. Danach ging es Schlag auf Schlag. Bürgerkorps, eine Art Bürgerwehr und eine Nationalgarde wurden aufgestellt. Die Studenten wurden bewaffnet und bildeten die sogenannte Akademische Legion, die die treibende Kraft der ganzen Revolution bleiben sollte. Und dann kam der Baukenschlag. Fürst Metternich trat um 21 Uhr dieses Tages zurück. Nach 33 Jahren resignierte der Kutscher Europas am 13. März 1848. Diese bürgerliche Revolution erfasste ganz Deutschland zwischen Berlin und Wien. Sehr schnell kam es nun zur Wahl für eine künftige Deutsche Nationalversammlung. Auf je 50.000 Einwohner sollte ein Abgeordneter fallen, natürlich auch in den deutschen Erblanden der Habsburger Monarchie. Diese Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung waren die ersten freien demokratischen Wahlen in ganz Deutschland. Die Deutsche Nationalversammlung trat dann erstmals am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Der liberale Burschenschafter Heinrich Freiherr von Gagern wurde zum Präsidenten gewählt. Eine Vielzahl der Abgeordneten aus allen deutschen Landen waren damals Burschenschafter und sie wählten den österreichischen Erzherzog Johann zum Reichsverweser. Dieser ernannte den österreicher Anton Ritter von Schmerling zum Vorsitzenden einer neuen Reichsregierung. Die wichtigste Aufgabe der Nationalversammlung war die Entwicklung einer deutschen Verfassung. Das gelang auch, allerdings wurde diese Verfassung niemals umgesetzt. Auch die Versuche des Parlaments, die deutsche Einheit herzustellen, scheiterten. Die Meinungen der Vertreter der kleindeutschen preußisch orientierten Lösung und jener der gesamtdeutschen oder gar der großösterreichischen Lösung waren einfach zu unterschiedlich. Es ist immer von den Burschenschaften die Rede. Diese gelten als konservative, wenn nicht sogar als extreme Vereine. Aber wie genau verhielt es sich damals? Nehmen wir als Beispiel die linke Studentenrevolte von 1968. Die Studenten, die jungen Akademiker, waren immer die Avantgarde des gesellschaftlichen Umbruchs. Sie waren es damals wie auch 1968. Für mehr Freiheit, für mehr Demokratie und für mehr Mitbestimmung wollten sie kämpfen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren es eben diese Mitglieder der Burschenschaften, die für Freiheit waren, allerdings auch für die deutsche Einheit. Und sie nannten sich nach alten germanischen Volksstämmen aus ihren Herkunftsregionen und pflegten alte studentische Traditionen, bis heute übrigens. Aber zurück nach Wien, denn die Revolution ging ja weiter. Ja, beim Begräbnis der sogenannten Märzgefallenen wurde auch der beiden gefallenen jüdischen Studenten gedacht. Eine Petition für die Emanzipation der Juden wurde veröffentlicht. Kaiser Ferdinand I. Offiziell der Gütige genannt, versprach nun eine konstitutionelle Verfassung. Im April 1848 wurde demgemäß die sogenannte Billersdorffsche Verfassung verabschiedet, die übrigens nach dem damaligen Innenminister Billersdorf benannt worden war. Im Mai schließlich kam es zur Einberufung des konstituierenden Reichstags in Wien, worauf Kaiser Ferdinand I. nunmehr das allgemeine und gleiche Wahlrecht gewährte. Insgesamt kam es im Zuge des Revolutionsjahres 1848-49 zu fünf einzelnen Aufständen. Sie alle scheiterten letztlich blutig an der kaiserlichen Armee unter Fürst Windischgrätz. Der erste Aufstand fand wie geschildert am 13. März statt. Der zweite Aufstand am 25. April, wonach diese Pillersdorfsche Verfassung verabschiedet wurde. Der dritte Wiener Aufstand, die sogenannte Mai-Revolution, brach aus, als die Behörden versuchten, die akademische Legion der Studenten aufzulösen und die Universität zu schließen. Danach war der von den Studenten gebildete Sicherheitsausschuss unter Leitung des jüdischen Arztes Dr. Adolf Fischhof die eigentliche und einzige Autorität in Wien. Der vierte Wiener Aufstand brach am 19. August 1848 aus, da die notleidenden Arbeiter demonstrierten. In der sogenannten Prater Schlacht ging die Nationalgarde gegen die Arbeiter vor. Es gab 22 Tote. Der fünfte Wiener Aufstand schließlich brach aus, als sich ein Grenadierbataillon weigerte, auf Anordnung des Kriegsministers Latour gegen das revolutionäre Ungarn zu marschieren. Die Nationalgarde und die Wiener Akademische Legion unterstützten dies und der Graf Latour wurde vom empörten Volk an eine Laterne gehängt. Dies führte allerdings zum Einschreiten der kaiserlichen Armee unter Windischgrätz. Er marschierte von Prag aus gegen Wien. Der kaiserliche Hof und monarchistisch gesinnte Wiener hatten die Stadt längst verlassen. Nur die Studenten und revolutionären Bürger waren bereit, sich zu wehren. Ihr Kommandant war Wenzel Messenhauser. Er kommandierte 14.000 Bürger der Nationalgarde. 10.000 Arbeiter der Mobilgarde und 1.500 Studenten der Akademischen Legion. windisch griff mit 72.000 Soldaten vom 23. bis 30. Oktober 1848 an. 2.000 Tote unter den Verteidigern und schreckliche Verwüstungen waren die Bilanz. Der Wiener Stadtkommandant Wenzel Messenhauser und der Paulskirchenabgeordnete Robert Blum ein jüdischer Burschenschafter, der vom Paulskirchenparlament als Zeichen der Solidarität nach Wien gesandt wurde, wurden beide standrechtlich erschossen. 1600 Personen aus dem Kreis der Revolutionäre wurden verhaftet, alle Zeitungen wurden verboten und auf dem Stephansdom wehte jetzt wieder die schwarz-gelbe, die kaiserliche Flagge. Welche Rolle spielten jetzt eigentlich die Juden in dieser Revolution? Den Nationalliberalen sagt man nach, dass sie früher schon Antisemiten gewesen seien. Nein, gar nicht. Das war eben keineswegs so. Im Gegenteil, das emanzipierte Judentum in Österreich und im übrigen Deutschen Bund stellte ein wichtiges Element der Freiheitsbewegung dar. Die Beteiligung der prominenten jüdischen Revolutionäre Adolf Fischhof und Josef Goldmark, aber auch die des Paulskirchenabgeordneten Robert Blum beweisen das. Und auch die Forderungen der revolutionären Wiener Studenten für eine völlige Gleichstellung der Juden belegen das Gegenteil. Waren diese Studenten doch zumeist Burschenschafter und somit damals Kämpfer für die Freiheit. Parallel zu diesen Revolutionskämpfen gab es seit Mai 1848 den konstituierenden Reichstag in Wien, der immerhin aufgrund eines Antrags von Hans Kudlich, übrigens auch ein Burschenschafter, am 7. September die Aufhebung der Leibeigenschaft zustande brachte. Ja, jedoch wurde die Verfassung, welche der Reichsrat erarbeitet hatte, wieder verworfen. Im Dezember 1851 erließ der junge Kaiser Franz Josef das Silvesterpatent. Dadurch wurde die Märzverfassung wieder aufgehoben und der alte Absolutismus war wiederhergestellt. Die Revolution war also gescheitert. Und dennoch hat sie dann Jahre später den Aufbruch Österreichs zum Verfassungsstaat zum freiheitlichen Rechtsstaat und in der Folge zu Demokratie und Parlamentarismus eröffnet. Der Idealismus der 48er Revolutionäre, ihr freiheitliches Denken, ihr demokratisches Streben und ihr soziales Fühlen für die Arbeiter und die ärmsten Bevölkerungsschichten bleibt für die Entwicklung dieses nationalliberalen Lagers in Österreich bis zum heutigen Tag ein leuchtendes Vorbild. Doch der Weg zu Demokratie und Parlamentarismus ist noch ein weiter. In der nächsten Folge geht es um die letzten Jahrzehnte der Habsburger Monarchie und das Ringen um Verfassung und Parlamentarismus und dabei natürlich um die Rolle der nationalen und liberalen Parteien, der Vorläufer der Freiheitlichen Partei Österreichs.